Hallo, ich bin Robert von Baby One und möchte euch hier den Buggy oder besser gesagt den kleinen Sportwagen von der Firma Römer Britax, den Be Agile M, vorstellen. Also, ich habe schon erwähnt, das ist eher ein kleiner, robusterer Buggy oder Sportwagen. Er wiegt so um die 10 Kilo, hat dafür aber natürlich den Vorteil, dass er bis 22 Kilo zugelassen ist für euer Kind und der Einkaufskorb ungefähr 4 Kilo Fassungsvermögen auch nochmal hat. Also wirklich ein kleines Lastentier. Wir haben hier vorne aber auch den Komfort natürlich. Wir haben hier eine Beinverlängerung, die ihr einfach nach oben klappen könnt oder mit den beiden Druckknöpfen einfach ganz einfach nach unten. Wir haben innen drin eine Gurte, die ihr sogar der Schulterhöhe anpassen könnt, indem ihr das einfach nach oben oder unten zieht. Man muss also nicht irgendwo durchfädeln, das ist schon mal sehr schön. Der Spielbügel lässt sich jetzt nicht aufklappen und abschwenken, ihr könnt ihn aber komplett abmachen, wenn ihr möchtet. Der ist so einmal drauf geschoben. Ganz besonders ist einfach dieses große Sonnendach. Ihr habt hier schon eine Sonnenblende vorne mit dabei, aber durch den Zipper hier an der Seite lässt sich das Ganze wirklich nochmal weit nach vorne ziehen. Das heißt, da ist wirklich der Oberkörper auch wirklich abgedeckt. An den Seiten entstehen dann zum Vorschein diese Mesh-Einlagen, dass wir eine Belüftung haben. Und ihr habt natürlich auch nochmal ein kleines Guckloch, was hier oben halt mit eingearbeitet ist, dass man dementsprechend natürlich auch das Kind ansehen kann. Also, tolles großes Sonnendach. Schön belastbar, großer Einkaufskorb und natürlich auch große Hinterräder, wenn es dann doch mal halt mehr durch den Park geht als durch die City. Wir haben hier hinten die Rückenlehnverstellung, ganz klassisch mit einem Hebel. Ihr habt hier verschiedene Stufen, die ihr einrasten könnt. Das sind insgesamt 3 Positionen und dann kann das Kind wirklich toll da drin auch liegen und dann auch mal den Mittagsschlaf da drin verbringen. Der Wagen hat, was jeder Buggy unbedingt benötigt, natürlich einen Becherhalter mit dabei. Den könnt ihr an der Seite hier einklicken und ihr seid mit eurem Coffee to go gut ausgestattet. Und was darf nicht fehlen für die Schlechtwettertage, ist auch schon die Regenplane dabei. Super hier in so einer kleinen Schutzhülle eingepackt, einfach, dass es nicht so ein Riesenplane ist, die unten im Korb mit drin liegt. Das ist wie gesagt inklusive. Ich wollte euch noch zeigen, wie wir ihn klappen, weil das ist relativ einfach. Wir haben hier an der Seite so ein Druckknopfsystem, das drückt ihr herein und unter dem Stoff, wo das Kind drauf sitzt, ist so ein Riemen versteckt. Den zieht ihr dann einfach nur noch in die Luft und das Ganze klappt sich zusammen. Der Buggy bleibt hochkant stehen, an dem Griff ist extra nochmal so eine kleine Kunststoffkappe, damit auch wirklich dieser Griff nicht andauernd beschädigt wird und im Dreck liegt. Wenn er euch zu lang ist vom Packmaß, hatte ich euch vorhin schon kurz gezeigt, könnt ihr den Spielbügel noch abnehmen und dann ist das immer noch ein kleiner handlicher Sportwagen. Es ist sicherlich nicht der Kompaktreisebuggy, aber dafür kann er auch ein bisschen mehr.